Hallo Leute und willkommen zurück in den Schatten. Willkommen zurück zu Shadow. Ja, zuletzt haben wir ja, im letzten Level haben wir ja hier den Speziallevel fertig gemacht und hier Skyrocks. Ja, ihr habt selber gesehen, das war nicht gerade sehr einfach. Und haben diese zwei Level dazu gekriegt. Einmal Dark Wood und einmal noch ein Spezialbattle. The Price of the Companions Upgrades. Oh, okay, da der Upgrade-Kosten für die Companions wird weniger, kostet weniger. Ja, gut, dann mache ich das in diesem Part wieder so. Wir versuchen diesen Speziallevel zu lösen, weil das ist wieder nur so ein Strom-An-Strom-Aus-Level. Und sogar nur mit Manchan, also Greedies. Ah ne, ich kann mich erinnern, der war richtig kriminell, der war richtig schwer, der Level hier. Oh Mann. Der war richtig übel, der Level. Weil ich glaube, da kamen dann auch mehrere. Ja, in der Zeit, wo sie kauen. Kann man leider auch nichts anderes machen hier. Natürlich nicht. Das sieht nicht gut aus. Kommt doch ein paar durch. Oder jedenfalls einer. Oh, der eine Vortex ist verschwunden. Gut. Ja, den Teil, den habe ich durchkommen lassen. So. Gut, 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 gut. Ja, und da sieht man mal, was man alles so mit Greedies eigentlich so ziemlich gut erledigen kann, ne? Na, erst den. Einen hätte ich da beinahe übersehen, ey. Der Level, der klappt eigentlich ziemlich gut, oder so. Hab ich jedenfalls das Gefühl. So, da habe ich wieder einen durchkommen lassen. Scheiße. Na komm. So. Ja, bis jetzt läuft es doch gut.
So. Naja. Haben wir es ja auch Bett geschafft. Mann, jetzt sieht's gar nicht gut aus. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja! Okay, ihr habt's gesehen, da kam ziemlich viel durch jetzt am Ende. Da kam ziemlich viel durch, ey. Hätte das jetzt noch zwei Sekunden länger gebraucht, wäre das auch vorbei gewesen. Naja. Und es ging eigentlich doch schon ziemlich schnell. Aber da könnt ihr mal sehen, was so Greedies auf Maximum-Level doch schon ausrichten können, ne? So. Ja, nun komm schon. Ja, aber jetzt sind wenigstens die Upgrade-Kosten von Errungenschaft freigeschaltet. Komfortenergie. Ja, kosten jetzt halt 5% weniger, die Upgrades von den Companions. So, dann gleich mal mit dem nächsten Level weitermachen. Das ist Slippery Slope. Hört sich auch ein bisschen komisch an. Ach, Mann, ja. Das bringt auch, glaube ich, wieder ziemlich schlechte Erinnerungen. Und wieder nur drei Quellen, ey. Das ist zum Mäuse melken hier. Eieiei. Ja, weiß nicht. Das bringt wieder schlechte Erinnerungen hier, das Ding hier. Ja, wie ihr auch sehen könnt, jetzt kosten die schon 38 anstatt 40 zum Aufrüsten. Ja, aber trotzdem einer durchgekommen. Mist. Ja, das war schon mal nicht gut. Weil das Dumme ist, hier vorne kann man nichts großartig aufbauen. Ach nee, ich glaube, die beste Taktik war, hier aufzubauen. Weil hier ist eine Kreuzung, hier kommen nämlich beide lang, weil hier hinten kann man nichts aufbauen. Ne? Das ist mehr oder weniger schon so ein bisschen das Dumme. Hast du doch nicht durchgekommen? Okay. Ja. Da glaube ich nur eine ziemlich kleine Sicht, ne? Ja, hätten wir jetzt schon die Sicht hier, die Fähigkeit hier, die... Nee, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut hier. Ich kann auch nicht wirklich auf die andere Seite gucken der Straße. Ach, da kommen sie auch lang, na super.
Mann. Dann brauche ich lieber so einen Schweedy da auf. Und kommt auch nicht an die Gegner ran, ey. Ärgert mich jetzt so ziemlich. ...114 die Aufrüstung. Oh Mann, und da ist der neue Vortex. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich diesen Level vernünftig angefangen hatte. Ja, ich glaube, ich muss wieder mal ein bisschen mehr mit dem Maulwurf arbeiten. Naja. Damit ich mal so ein bisschen schnell wieder hier die Klamotten zusammenkriege. Ach ja. Ja, das ist so ein ganz fieser Level, ey. Weil man da nicht so richtig an alles rankommt. Deswegen, ja, ich hab den so ziemlich schlecht in Erinnerung, ey. Ja, gucken, wenn ich den da baue. Könnte aber natürlich auch eine falsche Entscheidung sein. Ja, und schon wurde meine Tür mal ausgeschaltet. Ja, gut, aber nur für eine kurze Zeit. So, ja, ihr könnt natürlich das auch so machen, mit dem Maulwurf graben. Und so habt ihr ja dann auch so ein bisschen hier wieder so ein bisschen Platz, wo ihr bauen könnt. So. Ja, aber da kann ich mich nicht hingraben, zum Beispiel. Das ist natürlich wieder ein bisschen blöde. Oh, ja, man muss schon so ein bisschen vom Land sehen können. Ja, ja. Ja, wie ich schon gesagt habe, die sind fies, diese Teile. Halt. Aufrüsten, ja. So. Ach, da könnte ich mich aber hinbuddeln. Ach nee, man muss nichts sehen, aber man kann halt sehen, denn wo halt die wo halt Land ist. Und jetzt ist es auch noch. Wird's auch noch eingeeist hier. So. Da kann er sich nicht mehr hinbuddeln. Na gut, dann buddeln wir uns doch dahin. Gut, aber ich habe natürlich wieder ganz und gar was vergessen hier. Ich hoffe, dass der noch rankommt da. Ja, gut, bis jetzt hat er noch nichts großartig. ...47 kosten die jetzt schon eine Ausrüstung. Naja, oder nur. So. Ich meine auch ganz zuletzt, da kommen dann diese blöden... kommen ganz viele von diesen Riesenviechern. Rudelviechern.
Oh Mann, ja, da habe ich jetzt zu spät geschaltet. Da habe ich jetzt natürlich zu spät geschaltet. Da ist wieder einer durchgekommen, ich habe es gesehen. So. Nein, die wollte ich da das Fressvieh draufschicken. Dann kommen mal wieder viel zu viele durch. Mann, das riecht mich gerade so ziemlich auf, ey. So. Gut, der Druck kommt daran. Jo. Komm, gib mal Gas da. Naja, gut, in der Zeit, wo er hier. Kann ich mich so nochmal wieder ein bisschen buddeln hier. Eigentlich auch gleich am besten aufrüsten, das Ding. So. Bis da vorne hin könnten wir. Okay. Ja, ich weiß jetzt zwar nicht, wo die langkommen, aber naja. Da können wir uns leider nicht hinbuddeln, ne. Gibt's leider nichts. Naja. So. Kommen sie wieder durch dieses Viecher, ey. Ja, jetzt versteht er auch, wieso ich sagte, dieses Ding hier ist ganz schön fies. Naja, gut. Geht noch. Den erstmal ein bisschen aufrüsten. Der mal ein bisschen schneller fressen kann hier. Den eigentlich schon, ja. Den habe ich auch schon auf. Nächste Stufe. So. Wenn er gleich gefressen wird, dann habe ich erstmal wieder genügend für das Turbo hier. Zweiten Medic. So. Den würde ich am liebsten auch gerne noch ein bisschen aufpowern hier. Ja, prinzipiell brauche ich ja jetzt eigentlich nur hier unten auf. Ja, alles eigentlich soweit aufrüsten. Aufbauen. Ich
vergesse natürlich die ganze Zeit wieder den Maulwurf weiterzuschicken hier. So. So, der ist jetzt auch auf 3. Schön. So, aber da oben will ich auch noch so einen Greedy auf bauen. Na, erstmal den hier aufrüsten. Ah, bist du nicht durchgekommen? So. Gucken wir mal weiter. Dann kommen wir wieder da hinten rum. Okay. Wieder einer durchgekommen, ey. Naja. Jo. Ne, über die Hälfte haben wir aber schon. Noch ein bisschen vorspulen hier. War wieder da lang, aber naja, was soll's. Na gut, da am besten, am liebsten eigentlich auch noch so ein Greedy. Naja. Maul auch mal wieder losschicken hier. Na komm. So. So. Schön, 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 schön. Ja, das ist nicht so schön, wenn die so auf diese großen Viecher draufhauen. Umso mehr Schaden macht das, machen die denn auch. Na? So. Hier bauen wir nochmal so einen wieder auf. Noch einen. Nicht, ob der überall an überall reinkommt, wenn ich den da aufbaue. Naja. Ich hoffe ja, dass ich für den nächsten für den Endkampf doch noch ein bisschen dann halt was zusammenkriege. Na komm schon. So. Haben wir ihn auf der Reihe. Ja. Das könnte jetzt nicht so gut laufen,
Oh Mann, ich glaube, das wird nichts. Oder? Ich weiß nicht, ja. Ne? Das könnte aber ziemlich knapp werden, ja. Ja, aber wenn ich jetzt wüsste, was kommt jetzt? Ach, so eine scheiß Schnecke. Das heißt, die Wich. Wenn ich jetzt wüsste, wo kommt er lang? Da kommt er lang. Ja, und dann auch noch so einer, na super. Ach komm, was soll's. Ich glaube, naja gut, meine Greedies schaffen den glaube ich nicht. Dafür sind die einfach zu groß. Ja, aber dafür. Guck mal hier, wenn ich das noch mache. Und tschüss. Ja, Leute. Haben wir den Level auch geschafft? Der war jetzt irgendwie nicht so schwer. Ja, wie ich das jetzt gesagt habe. Also, wenn man sich da vorne an diese Kreuzung durch den Mole da hingebuddelt hat. Ja, nutzt den Mole am besten. Buddelt euch da schnellstmöglich hin. Ne, und baut da halt eure. Ja, Verteidigung da auf. Das ist wirklich das Beste. Ach man, ey, die Zeit, die geht aber auch immer so schnell rum, ey. Das ist aber... Ist schon wieder nicht... Naja. Ja, das wäre nämlich leider schon wieder das... Ja. Das wäre denn für heute dann nämlich schon wieder alles. Ne? Ach, naja. Ja, weil die Companions... Ach, ich weiß nicht. Ja, komm her, dann holen wir uns jetzt erstmal das. So. Dann blieben jetzt hier nur noch zwei Zauber übrig. So, Leute. Oder kommt jetzt noch was? Noch ein Speziallevel, ne? Ne, noch ein Level. Ja, so, Leute. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Na, ich hoffe, ihr habt keine Albträume. Bis zum nächsten Mal.